Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Und ihr seht gleich zu Anfang zwei Sachen. Zum einen, ich habe einen Gast, ich habe erneut Armin Denner eingeladen. Und zum zweiten seht ihr hier hinter mir die erste Sendung mit dekoriertem Charles Fleischauer Studio. Ich habe all eure Kritik, die ich über die Jahre erfolgreich ignoriert habe, mir jetzt endlich zum Herzen genommen und habe meine Studiowand hier dekoriert, sodass ihr nicht mehr mit leidenden, schmerzverzerrten Augen auf eine weiße Wand starren müsst. Insofern starten wir da gleich mit einer positiven Veränderung ins neue Jahr. Ja, Armin, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch, dass wir uns sehen und sprechen. Hallo. Ja, für alle unter euch, liebe Zuschauer, die Armin noch nicht kennen, da würde ich euch gern auf die erste Sendung, die ich mit ihm gedreht habe, zum Tarot verweisen. Die findet ihr bei mir in der Videoliste. Armin ist nämlich ein Tarot-Experte, der sich seit über 30 Jahren intensivst mit Tarot beschäftigt, der Ausbildungen für Tarot anbietet und der ein Lehrbuch geschrieben hat. Und wir starten hier wirklich mit schamloser Werbung, denn dieses Buch, der Tarot-Lehrgang von Armin Denner, ich muss es empfehlen, ist das beste Buch zum Tarot, was ich je gelesen habe. Und ich habe in meiner esoterischen Bibliothek hier so das ein oder andere zum Tarot. Aber Armin hat in guter Steinbock-Manier tatsächlich so ein kleines Standardwerk verfasst, könnte man sagen. Und allen, die sich tiefer gehen für Astrologie, wollte ich jetzt schon sagen, aber Astrologie ist auch drin, für Tarot interessieren, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Ich mache da wirklich mit bestem Gewissen für Werbung. Wer sich für Ausbildungen interessiert in diesem Bereich, ich werde die Webseite von Armin einblenden, da könnt ihr ihn gern kontaktieren. Und bevor wir jetzt weiter in Lobhudel Live hier versinken, wollen wir ins Thema einsteigen. Wir haben ja in unserer ersten Sendung sehr intensiv über das Tarot gesprochen und die Bedeutung des Tarots. Und heute geht's, wenn man es genau nimmt, eigentlich um die Metaebene, um das geistige Feld oder die geistige Matrix, könnte man sagen, die hinter dem Tarot liegt. Denn das Tarot mit seinen Karten, mit der großen und kleinen Arkane, ist in einem gewissen Sinne ja ein Ausdruck dieser geistigen Matrix in einer Bildersprache. Aber was ist denn das, was dahinter liegt? Worum geht es da? Ich kann die Antwort auf diese Frage schon vorwegnehmen. Es geht um geistigen Aufstieg. Es geht letzten Endes um eine Art der Bewusstseinsarbeit. Und da wird Armin uns heute mitnehmen auf eine spannende Reise. Und deshalb würde ich gern mit der Frage einsteigen, was ist denn, wenn man das so formulieren kann, die geistige Matrix hinter dem Tarot? Was ist das? Womit haben wir es da zu tun? Das geht sofort ziemlich in die Tiefe und manchmal ist es schwierig, da auch Worte dafür zu finden, denn was über uns rausgeht, ist immer etwas, was unsere Ratio übersteigt. Für mich selbst war der Öffner durch mein damaliges Studium mit Tarot und meinen Lehrer, dass ich die Kabbalah kennengelernt habe. Und die Kabbalah ist etwas, was unsere gesamte westliche und auch Nahen Osten Kultur prägt. Das sind die herrschenden Religionen auch daraus entstanden. Man sagt, es geht auch Moses zurück. Also auch da, wenn man sucht, ist es zuerst nur mündliche Überlieferung, erst später schriftlich. Und die Kabbalah ist ein Modell sowohl des Menschen als auch des Universums. Und der entscheidende Punkt eigentlich ist der, dass man sich für etwas öffnet, was höher schwingt als wir, was eine höhere Intelligenz ist, was eine feinere Frequenz ist, was unsere Ratio eben nicht erreichen kann, was wir nicht verstehen können, sondern wo wir nur eins dafür machen können, uns dafür zu öffnen. Also um das in einem Wort zusammenzufassen, für mich der Hintergrund ist die Kabbalah. Mhm. Ich bin auch nur drauf gekommen, dass die Alchemie mit Sicherheit auch dahinter steht, aber da bezeichne ich mich nicht als Experten. Bei der Kabbalah in dem Ausdruck, wie der Tarot die Bilder etwas ausdrücken, bezeichnen wir inzwischen schon als Experten. Und es ist wirklich wie ein Wunder, was man da erleben kann, wo man sagt, das ist nicht von Menschen. Das kann sich ein Mensch nicht ausgedacht haben.
Ja, das ist, finde ich, ja schon mal interessant, dass du die Frage doch, obwohl sie so schwierig ist, doch am Ende klar beantworten kannst. Also, dass die geistige Matrix hinter dem Tarot, was sich dort bildlich zum Ausdruck bringt, ist Kabbala. Ja. Und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen da einführen, wie hängt das jetzt miteinander zusammen und warum ist im Tarot die Kabbala in Karten ausgedrückt? Ginge das auch anders? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wieso hat sich dies so entwickelt? Ob das noch anders ginge, kann ich persönlich nicht sagen. Für mich selber ist es wirklich ein Königsweg. Die Kabbala, das Symbol der Kabbala ist ein Lebensbaum. Das sind 10 Sphären, die übereinander aufgebaut sind, immer zwei, also Polarität, also eine Balance. Und nochmal, es ist ein Modell des Menschen. Gibt es auch körperliche Zuordnungen und so. Man spricht vom Adam, Kadmon. Und es ist auch ein Modell des Universums. Und in der untersten Sphäre ist die Also die Kabbala, der Lebensbaum, beschreibt Schwingung. Man könnte das mal vergleichen, wenn wir Dunst sehen, der dann kondensiert zu Wasser wird und wenn es noch mehr kondensiert zu Eis, so ist es Materie. Also der kabbalistische Baum beschreibt die Schwingung hinter der Materie, die sich so weit verlangsamt, bis wir überhaupt Materie sind und Materie wahrnehmen. Und allein schon von dem, also wir leben in unserer Wahrnehmung nur in der dichtesten, in der untersten Sphäre. Und bereits eine Sphäre höher sind unsere Gefühle und unsere Gedanken. Also beides kann man dann nicht mehr in ein Reagenzglas rein. Und der Mensch, der jetzt eben Materialist ist, der sagt, ich glaube nur das, was ich anfassen kann, ich glaube nur das, was ich sehen kann, der wird nur die Auswirkung von einem Gefühl merken, aber er wird ein Gefühl in kein Reagenzglas reinbringen und einen Gedanken genauso wenig. Und die Kabbala ist, und da kommen eben so ziemlich alle Lehren, alle seriösen esoterischen Lehren zusammen, indem man mal davon ausgeht, Gedanken sind existent und Gedanken sind wirkende Kräfte. Und da ist die Kabbala ein Leitfaden dazu, wie kann ich lernen, schöpferisch zu denken und meine Gefühle in das Denken mit einzubinden. Das ist also die nächste Sphäre für uns. Und da wiederum bietet Tarot ein Rezept dafür. Wo stehst du da gerade? Wo stehe ich da gerade? Also Tarot ist ein Zugang zum Unbewussten. Vieles unseres Denkens, unsere Gefühle ist unbewusst. Ich will da gerne einen persönlichen Slogan vielleicht mal einwerfen, um wirklich einen Weg zu zeigen, den man da gehen kann. Ich bin nicht meine Gefühle, ich habe meine Gefühle. Also viele Menschen sind von ihren Gefühlen ganz einfach emotional gesteuert, mehr oder weniger, wir alle. Aber da zu lernen, dass man eben sich von den Gefühlen nicht steuern lässt, sondern sie hat, sie selbst erlaubt und steuert. Und das Gleiche gilt natürlich, und das halte ich für den Schwerpunkt schlechthin, zumindest für mich, sind unsere Gedanken. Viele sind fremdgedacht sozusagen. Was ist ein eigener Gedanke überhaupt? Und da tut sich die Wissenschaft wirklich schwer, zu beschreiben, was ein Gedanke überhaupt ist, während die Kabbala da ganz genau beschreibt. Und die Bilder, die wir ziehen, Es ist eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich gerade mit meinen Gedanken? Habe ich die in Balance? Wo stehe ich mit meinen Gefühlen? Bin ich da im Fluss? Und das eröffnet automatisch eine neue Sphäre. Und ich persönlich glaube, dass wir da als Menschheit aktuell in einem Evolutionsschritt uns befinden, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Bin ich zutiefst davon überzeugt und es gibt mir auch Erklärungen für das, was in der Welt gerade abläuft, was wir da wahrnehmen, warum man eben da auch Angst hat und was eben gerade so sich zeigt in den Medien oder überhaupt, dass das aber letzten Endes dahinter ein ganz großer Evolutionsschritt steht in etwas, was wir auch nicht wirklich wissen, in etwas, was wir nicht kennen, was natürlich Angst erzeugt, aber dennoch hat das Leben sich schon immer dafür entschieden, dass es sie weiterentwickelt und da sind wir gerade. Und die Bilder im Tarot, die wir ziehen, die unser Unbewusstes uns überreicht, sind ein Ausdruck der jeweiligen Energie, wie wir in Resonanz sind mit etwas Feinstofflicheren, eben mit der Natur, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen und so weiter.
Und die Kabbala drückt es eben ebenfalls aus, und die Bilder des Tarots sind ein Ausdruck der Kabbala. Auf welcher Sphäre befinde ich mich gerade und in welche sollte ich, wo sollte was Altes, was ausgedient hat, verlassen und mich etwas Neuem gegenüber öffnen, etwas Größerem gegenüber, wie immer das bezeichnen will. Was ist das, was dir dazu Anlass gibt, dass du davon ausgehst, dass wir vor diesem großen Evolutionsschritt stehen? Nur als Beispiel jetzt, was ich selber also ich bin ja Generation, wo es noch ohne Handy war und ohne Internet. Und wenn ich dann zurückdenke, dass es vor 150 Jahren noch kein Auto gegeben hat, ja, und heute steige ich in den Flieger oder bin ganz schnell irgendwo anders, besuche mit dem Auto wen. Also man kriegt extrem eine Fülle an Informationen, und seit dem Internet kriege ich halt sehr intensiv mit, was das natürlich macht, auch diese viele Informationen. Und es ist ein technischer Ausdruck von dem, dass wir tatsächlich auch aus unserer Evolution heraus jetzt in die Lage versetzt werden, viel mehr Informationen zu verarbeiten, mit diesen Informationen umzugehen. Und der entscheidende Schritt ist der, dass es eben nicht nur technisch abläuft, sondern auch in uns, in unserer Energie. Also wir denken heute anders als jemand, der vor 300 Jahren in seinem Dorf geboren wurde und in seinem Dorf blieb. Hat er geheiratet, Kinder gekriegt und hat seine Landwirtschaft gehabt oder so. Da hat es auch welche gegeben, die, was weiß ich, dann Kreuzzüge gemacht haben und mal 1500 Kilometer. Aber in den Flieger rein auf einen anderen Kontinent oder ins Internet und schauen, was ist in Peru los, also was ist in Tibet los. Das sind ja Informationen. Und diese Informationen. Oder wie ich schaue mal kurz, was in Augsburg los ist bei dir. Ja, also früher war das ja, was weiß ich, wenn ich halt an Ammersee fahre zum Baden, da waren wir früher einen Tag unterwegs, da hat es gar nie gemacht, man gar nicht gewusst. Man hat zum Beispiel gar nicht gewusst, ist ein Tsunami jetzt gerade in Indonesien oder ist ein Vulkanausbruch in Südamerika. Ja, Jetzt es wissen gibt ein wir es. Kollektivbewusstsein und das ist tatsächlich die Qualität unserer Zeit und jetzt nicht nur der letzten Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Ja. Wo ich sagen würde, das ist vielleicht die positive Seite der Globalisierung, Ja. dass wir die Möglichkeit haben, tatsächlich unseren Horizont auf eine andere Art und Weise zu erweitern wie vorhergehende Generationen. Da gab es auch Reisende, aber das waren eher Einzelfälle und nicht in der Geschwindigkeit. Also wir können theoretisch einen Flieger setzen und setzen kurz mal nach Indien, nach Shanghai und wir können mit irgendwelchen Amerikanern skypen und mit Leuten in Afrika und sonst was und uns austauschen. Das Netz funktioniert jetzt anders. Es ist größer und gleichzeitig auch engmaschiger. Das heißt, wir haben eine andere Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern. Jetzt würde mich aber interessieren, du hattest gesagt, in der Kabbala ist definiert, was Gedanken sind. Kannst du uns das aus kabbalistischer Sicht, diese Definition wiedergeben in eigenen Worten oder erklären, inwieweit die sich vielleicht unterscheidet von der Alltagswahrnehmung, was ein Gedanke ist? Ja, also ich habe mal ein Interview mit dem Dalai Lama gesehen, wo man eben gesagt hat, ein Gedanke, also Wissenschaftler sagen, Gedanke ist ganz einfach, dass wir elektromagnetische Verbindungen im Gehirn finden da statt und so entsteht ein Gedanke. Und der Dalai Lama hat, wie er es gerne macht, sich da auf die Schenkel klopft und lacht und hat gesagt, wer sagt Ihnen denn, dass es nicht genau umgekehrt ist? Und das ist für mich der Schlüssel. Also wir fangen Gedanken auf. Und da kommt das, was ich als eben seriöse Spiritualität, seriöse Esoterik bezeichne, ein sich öffnen dafür, dass wir umgeben sind von einer universellen Intelligenz. Das kann jetzt jeder bezeichnen, wie er will, als Gottheit, aber die Begriffe sind ein bisschen ausgelutscht. Ja, das ist das Problem. Aber wenn man sich über Religionen hinaus mal dafür öffnet, es gibt etwas Höheres, was intelligent ist, was dieses Universum, diese Ordnung hergestellt hat. Im Anfang war das Wort. Ja, und das Wort ist ein ausgesprochener Gedanke. Jetzt, wenn ich davon ausgehe, es gibt etwas Höheres, was eben wir das Produkt eines Gedankens sind, letzten Endes, dann ist unser Evolutionsschritt über all die Millionen, über die Milliarden Jahre wieder mit dem Hören mitzudenken und diese Gedanken aufzufangen, die von Haus weg da sind, die dafür sorgen, dass Planeten um die Sonne kreisen und dass da eine Ordnung herrscht, Ma'at, eine höhere Ordnung. Und mit dem wieder sich zu öffnen dafür, in einen Einklang zu gehen, das wiederum
löst aus, dass im Gehirn elektromagnetische Reaktionen entstehen. Also es ist nicht das Gehirn zuerst da, sondern der höhere Gedanke ist zuerst da. Für uns ist es nur dieses sich zu öffnen. Und jetzt kommt Tarot in der Elementenlehre, der sagt, okay, das Element Luft, dafür stehen Gedanken, Schwerte im Tarot, die können analysieren und eiskalt sein. Aber der Gedanke sollte ja entstehen, indem er die anderen beiden Grundelemente zusammenführt, nämlich Feuer und Wasser. Also Gedanken, Luft sind das Produkt des Zusammenspiels zweier Urelemente, auch in der Alchemie ist es genauso, ja, die zusammenspielen und da dieses Element erst entsteht. Das eine ist das Feuer, das sind die Stäbe, das ist unser Wille. Wir wollen was. Und zuerst mal wollen wir überleben. Ja, aber die Evolution sagt, wir wollen auch noch mehr als nur überleben. Das ist genau, wo wir jetzt stecken, auch. Es geht um mehr als nur ums Überleben. Das ist bei den Tieren so, hat sich weiterentwickelt. Kann man wirklich wissenschaftlich anschauen. Das Leben ging aus dem Wasser raus, weil es da auch überleben will. Schätzungsweise war das kein Freudensprung, sondern im Wasser ist halt eng geworden. Also man muss in ein neues Revier sozusagen gehen. Und es lässt sich im Tarot ganz genau unterscheiden, ist dieser Wille, dem ich folge, dieser Impuls, den ich habe, nur für mich und zum Überleben? Oder, und jetzt kommt für mich Teil der Evolution, ist es ein Wille, in dem ich dem Ganzen diene. Indem ich mit meinem Wille das Ganze speise, das Kollektiv auf dem Wege, sich einem höheren Willen anzupassen, einem höheren Willen zu folgen. So wie ein Planet, dem folgt, wie er um die Sonne kreist. Und dann kommt das Gefühl dazu. Ja? Also den Willen zuerst mal zu hinterfragen, ist es nur für mich, ist es egoistisch, ist es ungesunder Egoismus oder ist es etwas Gesundes, indem ich dem Ganzen diene, etwas Höheres diene. Und dann kommt das Gefühl dazu, ist dieses Gefühl fließend oder ist es blockiert? Wasser, die Kelche im Tarot. Wasser im Kelch ist ruhig, haben wir in uns, aber wenn es mit dem Willen, mit dem Feuer, mit den Stäben in Kontakt kommt, dann gerät das Wasser in Bewegung. Also Wasser kommt in Bewegung. Wo will es hin? Und genau das ist das Zusammenspiel zwischen Stäbe und Kelche, zwischen Feuer und Wasser, entsteht das dritte Element, nämlich Luft. Und das sind unsere Gedanken wiederum. Also ein Gedanke, der aus dem, dass Feuer und Wasser zusammenspielt, sich öffnet, zuerst mal aus dem alten, das ist eben jetzt eben der entscheidende Punkt, aus den alten Konzepten rauszutreten. Denn da gibt es Gedanken, die wir nur wiederholen, sind uns beigebracht als Kinder und so, und wir wiederholen das nur. Aber eine Öffnung zu einem höheren Gedanken ist eben der Evolutionsschritt, wo das Element Luft mit anderen Gedanken wiederum Verbindung aufnimmt. Eine neue Form, die dem dient, die dem Ganzen dient und nicht nur schaut, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie kann ich überleben? Wie kann ich dafür sorgen, für mich und die Nahen, dass die halt die beste Quelle haben, die besten Ressourcen und genau das erleben wir jetzt eben auch. Sondern wenn man da beginnt, in einem größeren Kontext zu denken, und den kriegt man eben von der höheren Intelligenz, ja. Und das ist es, was eben Tarot, die gezogenen Karten genau zeigen, wo stehe ich denn da? Also wenn man wirklich tiefer in die Materie eintritt, dann ist das was völlig anderes als irgendeine Zukunftswahrsagerei oder was eben damit gemacht wird, leider. Sondern es ist ein Schlüssel hin zu unserem ursprünglichen Wesen. Jetzt, wenn wir nochmal auf den Punkt zurückkommen, die Kabbala ist praktisch das geistige Feld hinter dem Tarot. Da würde mich interessieren, es gibt ja auch die Astrologie und den Tierkreis als eine kosmische Ordnung. Und wie unterscheidet sich, also die Kabbala, das ist ja dann auch in einem gewissen Sinne der kabbalistische Lebensbaum, ja, wie könnte man das sagen, als eine geordnete Struktur in der Geistigkeit. Der Tierkreis ist auch so etwas. Wie unterscheidest du das? Auf welcher Ebene vielleicht im Lebensbaum wäre dann der Tierkreis? Wo kommt das Tarot da zum Tragen? Also kannst du uns da so ein bisschen Struktur reinbringen für uns einfach strukturierte Tarotanfänger? Naja, ich habe mir von dir ja schon Referate über Freimaurerei und dein Wissen. Ich denke mir, dass wir letzten Endes genau zum Gleichen kommen oder die Astrologie, wo du dich beschäftigst. Jede Sphäre in der Kabbala ist Planeten zugeordnet. Wir sind in der Erde, wir sind das Dichteste eben. Aber also da ist die Zuordnung zu den Planeten absolut
in jeder Sphäre vorgegeben aus der Kabbala. Da haben auch sehr viele Leute sich Gedanken gemacht, ein bisschen umgestellt und geschaut. Aber wenn man zur Wurzel vorstößt, die beiden Planeten, die uns am nächsten sind, ja, das ist die Venus, die steht für Gefühle, und das ist der Merkur, der steht für die Gedanken. Und das Ganze ist vom Mond, also von unseren kindlichen Gefühlen, der uns das überträgt. Und so kann man da Schritt für Schritt in den alten Planeten weiter nach außen gehen bis zu Saturn. Also die Schwingung wird von dort immer mehr zu uns erreichbar. Saturn, wo man sagt, der Hüter der Zeit, der auch freigibt, ob man noch weiter raus und sich öffnet eben. Das ist auch, wenn man Kabbalah oder Tarot in der Tiefe betrachtet, in allen Mythen und Sagen, ja, wo man auch nicht weiß, wo kommen die her. Da hat sich ja keiner hingesetzt und hat das erfunden, sondern wurde was aufgefangen in Form von Legenden, Mythen, Sagen uns weitergegeben. Da steckt eigentlich das Gleiche schon drin. Saturn, Kronos, der seine eigenen Kinder frisst, bis er lachen muss von Jupiter und spuckt die Kinder wieder aus, so entstehen die Planeten. Und diese Planeten wiederum sind in der Kabbala, im kabbalistischen Lebensbaum, sehr genau zugeordnet. Und für uns geht es darum, wie bei einem Horoskop auch, ein Geburtshoroskop, zeigt ja, als bei dem ersten Atemzug, stell dir vor, du liegst flach auf der Erde und schaust in den Himmel raus und so schaut der aus. Ja, und was ist unter dir? Und so schaut es aus und das sind Einwirkungen. Nichts anderes macht die Kabbala auch. Wir können uns vorstellen, wir schauen nach oben und es wird immer weiter weg, immer feinere Frequenz, aber wir öffnen uns dafür, für diese immer feinere Schwingung. Und da sind exakt die Planeten auch zugeordnet, wobei es für uns darum geht, die in eine innere Balance zu bringen. Nichts anderes ist in der Astrologie ja genauso. Wie lebe ich, wenn ihr Quadrat habt von Planeten? Ja, ich bringe das für mich in die Balance. Ich nehme die Herausforderung an. Kabbalah sagt das exakt Gleiche. Astrologie ist verschwistert, sage ich mal, mit dem Tarot. Ob die Kabbalah auch ein Stück weit Mutter des Astrologie ist, weiß ich nicht. Kenne mich zu wenig aus. Aber es läuft in diesem Schmelztiegel, läuft es auf alle Fälle alles zusammen und die Bezüge sind definitiv da. Um das mit dem Sternkreis noch zu beantworten, über Saturn hinaus, der Hüter der Schwelle ist, gibt die saturnische Kraft frei, dass wir in noch weitere eben die Dimensionen gehen dürfen, eben über den Saturn hinaus. Sei es die neuen Planeten oder eben der Sternenkreis. Der Dreh ist der, dass wir das nach innen verlagern, zu sagen, wo kann ich mich selbst so etwas öffnen, dass ich dann auch mehr Einfluss kriege, zum Beispiel mit meinen Gedanken. Seriöse Esoterik ist da ganz klar definiert und sagt, du erschaffst dir deine Umwelt anhand deiner Gedanken. Ist aber leichter gesagt als zu verstehen, ist aber auch beweisbar. Man kann es messen. Man kann es wirklich messen. Pflanzen reagieren auf das, was wir denken. Wenn die Pflanze hingeht, intensiv denke, die reißt jetzt der Blatt ab, lässt sich messen, dass die Pflanze reagiert. Ja, wie ist es erst mit dem Äther, sage jetzt mal mit der Luft ganz platt ausgedrückt, es reagiert alles. Wissenschaftliches Quantenfeld reagiert. Und aus diesem Quantenfeld bilden sich die ersten Elektronen, Atome. Und da übernimmt der Mensch Verantwortung. Wenn er da davon ausgeht, dass er sich das selbst erschafft. Und jetzt gibt es Kräfte, die eben sagen, ich wehre mich dagegen, ich will das so nicht haben, mir ist es lieber, um die Ressourcen zu streiten und da eben Krieg zu führen und Gedanken zu kontrollieren. Das ist was ganz Entscheidendes. Wie schätzt du dieses Spannungsverhältnis, also ein zwischen einem freien Willen und Schicksal? Das ist ein direkter Zugang zum Tarot auch. Es gibt im Tarot zwei Einteilungen, große Arkanen, kleine Arkanen. Ja? Und die großen Arkanen, 22, sind, man sagt, die Reise des Helden oder die Reise der Heldin, im Grunde genommen der Sonnenlauf. Und dann geht es eben durch die Unterwelt, wenn Nacht ist. Das sind Evolutionsschritte, Archetypen, die jeder Mensch zu gehen hat. Carl Gustav Jung kam mit seinen Archetypen da sehr nah ran schon. Und hat auch zeitlebens das miteinander verbunden, hat sich auch mit Tarot beschäftigt. Also das sind Entwicklungsschritte, die jeder Mensch zu gehen hat. Wenn ich das mal wirklich absolut reduziere jetzt, ist es etwas, Tag und Nacht kann ich nicht ändern, ich kann nur leben, da damit umzugehen. Das ist ein Rahmen. Das ist ein Rahmen, innerhalb dem wir uns bewegen müssen, zum Beispiel Gravitation, Schwerkraft. Bis wir eins das so überwinden können, dass wir von mir aus
über Lichtgeschwindigkeit hinaus. Gedanke ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Aber dass wir da eins darüber hinaus können, ist ein Rahmen festgesetzt, der auch sein muss. Weil wenn der freie Wille nur vom Ego, also was kann ich kriegen, was kann ich kontrollieren, was kann ich holen, dann sind da Grenzen da. Aber innerhalb dieses Rahmens lernen wir durch das, was wir erleben, durch das, was wir selbst schöpfen, was wir selbst schöpfen eben, wo können wir uns weiterentwickeln? Und dafür gibt es Plus und Minus. Also wir kriegen ein Ergebnis, das mir gefällt oder nicht gefällt. Ja? Und aus dem raus wird dieser freie Wille erweitert. Der hat kosmische Grenzen, der hat Grenzen, die in den Naturgesetzen drin sind, aber er ist zum Beispiel schon erheblich weiter als beim Tier. Und beim Tier ist der freie Wille schon wesentlich weiter als bei einer Pflanze. Also das sind Evolutionsschritte, die wir auch in uns tragen, das Vegetative, das Animalische, vorher das Mineralische auch, das Wasser, aus dem wir alle kommen. Und unser Wille hat diese Grenze, dass wenn wir zu viel durcheinander bringen würden in der kosmischen Ordnung, dann geht es ganz einfach nicht weiter. Also wir lernen erst mit dem freien Willen umzugehen. Wenn jemand wie Aleister Crowley zum Beispiel sagt, tu, was du willst, ja, da wurde der immer falsch verstanden. Denn Crowley hat auch gesagt, lebe dein Leben wie ein Planet, der seine Bahn um die Sonne zieht. Also was er mit Telema meint, ist der freie Wille, indem ich mich mit dem Höheren, bei ihm der Schutzgeist, indem ich mit mir das Höheren mich verbinde. Und da ist jede esoterische Lehre, die ihr Salz wert ist, hat immer dieses Ziel, ich verbinde mich mit etwas Höherem, was ich aber rational nicht verstehen kann. Und da Was beginnt. verstehst du unter dem Ego? Weil wenn wir über Bewusstseinsarbeit sprechen, über Charakterarbeit, es geht ja dann oft ums Ego, das Überwinden des Egos, der Arbeit mit den Ego-Kräften. Die Frage finde ich richtig cool, weil ich natürlich da ich war selber auch lange in Asien und es gibt auch Lehren, die sagen, das Ego zu zerstören, das hört man so von der platten Esoterik. Ich habe Ja, es. hier hängt Kali, das ist auch eine Ego-Zerstörerin. Ja, wenn das Ego, freier Wille, übers Ziel hinausschießt. Das Ego, ich versuche mich da verständlich auszudrücken, es ist ganz schwierig, das alles in Worte zu bringen, das merkst du schon. Das Ego kommt mit dem ersten Atemzug und das Ego weiß, mit dem letzten Atemzug stirbt's. Aus diesem Grund, es ist ein lebenslanger Begleiter, der eben lernt und uns sagt, wie kann ich überleben? Und das Ego ist ungeheuer aufgeregt, weil es eben weiß, dass es stirbt. Aber mit dem ersten Atemzug kommt auch die Seele aus einem feinstofflichen Bereich und die ist unsterblich. Die hat Zeit. Also Milliarden Jahre nichts, das ist ein Wimpernschlag. Jetzt ist man, wenn man ums Überleben Angst hat, vom Ego geleitet. Und das ist ein großer Fehler. Da kommt Kali. Man soll das Ego behandeln wie ein Kind letzten Endes, so eine Beraterrunde, König Artus, das Ego sitzt da und dem höre ich auch zu. Aber das Ego darf nicht, ich wiederhole einen Satz von dem Lehrer, das Ego ist ein fantastischer Diener. Als Herrscherin ist es denkbar ungeeignet. Und das ist eben auch unser Evolutionsschritt, dass wir von dem Ego so zurücktreten, dass wir sagen, es ist ein Berater, aber wir handeln aus einer höheren Perspektive. Und diese höhere Perspektive ist eine seelische. Die Seele ist es, die über die Äonen sich entwickelt, die immer weiterentwickelt, wenn wir wieder körperliche Form annehmen. Das ist ein Auf und Ab, wie ein Thermometer, ja. Und aus dem heraus erklärt sie das auch. Wenn man sagt, was ist, wenn jemand tot ist, dass er da in andere Bereiche geht, neu formiert. Bin jetzt keiner, der diese Bereiche irgendwie Namen geben will, weil wird man früh genug. Aber aus dieser Perspektive das zu sehen, aus einer, ich sage mal, unsterblichen Perspektive. Und dann können wir wie Erwachsene, Erwachsen, Erwachen, Erwachende mit unserem Ego sprechen. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich. Aber normal, und deswegen braucht sowas wie Kali oder Mars erledigt das ja auch schon, wenn das Ego überhand nimmt, und da sind wir jetzt gerade, ja, wenn das Ego überhand nimmt, dann muss es gestutzt werden. Und das übernimmt dann eben eine höhere Kraft. Wenn überbordende Energien da sind, rauschen sie zusammen. Das erleben wir gerade. Du sagst, das Ego ist ein Berater. Da würde mich nochmal interessieren, was sind die positiven Eigenschaften des Egos? Also wo ist das richtig klasse, ein Ego zu haben als Berater? Im Gegensatz zu dieser fernöstlichen Vorstellung, dass das Ego immer getötet und zerstört werden muss.
Es ist auf ganz einfachen Nenner gebracht. Es ist fürs Überleben zuständig und lernt alles. Also das schauen wir unseren Eltern schon ab. Aber Säuglinge bilden wir Mechanismen, wie wir Zuwendung, Energie und natürlich Nahrung kriegen. Wir können nicht selbst für uns sorgen. Also das Ego lehrt uns, wie verhalte ich mich, damit ihr die Brust kriegt, damit ihr Lächeln kriegt. Und das geht schon, also vor unseren Gedanken geht das bereits los. Man könnte jetzt auch sagen, pränatal oder karmisch, aber ich will jetzt gar nicht so weit gehen. Das ist ein unendlicher Weg, unendliche Horizonte, die sie öffnen. Aber das Ego prägt sich ein, wie komme ich zu dem, was ich brauche? Das ist das Positive. Aber nochmal, der entscheidende Schritt ist der, und da ist unsere westliche Kultur momentan echt am Ausufern, und das auf der ganzen Welt, dass das Ego uns dominieren soll. Das ist ein Fehler. Das hat seinen Teil soweit getan. Und deswegen kommen welche, sagen wir, sollte es zerstören, bin ich grundlegend anderer Meinung. Aber es soll vom Schoß runter, wo es glaubt, es hat die Führung. Es ist sehr engstirnig. Es hat die unendliche Perspektive nicht, aber unsere Seele schon. Also wäre, sagen wir, bei einem Erleuchteten, wie mir erleuchtet vorstelle, dass die Seele und das Ego kommunizieren miteinander. Was brauche ich, um zu überleben und zugleich das Ganze zu speisen? Aus einer höheren Perspektive. Und jetzt sind wir wieder beim kabbalistischen Lebensbaum. Denn der bietet permanent höhere Perspektiven. Das sind 10 Sphären, die sich immer mehr verdichten, diese Perspektiven mit Gleichgewicht. Und wenn man den Lebensbaum anschaut, der ist verbunden durch 22 Verbindungen. Es gibt 22 hebräische Glyphen, also Buchstaben. Und es gibt 22 große Arkane im Tarot. Das ist, was ich gerade gesagt habe, als die Grundbewusstseinsschritte, die die Sphären miteinander verbinden. Also wenn man tiefer in Tarot reingeht, landet bei den hebräischen Glyphen, die wiederum Schöpfungsglyphen sind. Wenn man die genau untersucht, auch dieses J, He, Wav, He und was eben da überliefert ist, zeitloses Wissen, sehr weise kamen da schon mal drauf oder haben gechannelt oder gibt es ja die unterschiedlichen, aber es ist Zeit, die unterschiedlichsten Theorien, wie das war, halte ich für gar nicht so wichtig, sondern es geht um die Anbindung. Dann kriegt man etwas überreicht. Schöpfungsglyphen, die wiederum mit den großen Arkanen verbunden sind. Entsprechend Tiefe sagt man, okay, ich bin auf einem Weg, in der dunklen Magie sagt man Tunnel, ja, von einer Sphäre zur anderen, um mich, jetzt wirklich im Anfang, um mich mehr für meine Gefühle zu öffnen und überwinde, dass die verletzt sind. Ich bin auf einem Weg, um meine Gedanken schöpferisch zu gebrauchen, aber nicht mehr nur vom Ego geleitet, sondern um Teil von etwas Größerem zu sein und das Ganze zu speisen. Ja, das sind die ersten Stufen überhaupt. Dann kommt das Unbewusste dazu. Ich sage mal jetzt, als wir noch nicht denken konnten, hat auch schon jemand mal grantig in den Kinderwagen reingeschaut und dort sind wir uns einsam vorgekommen, das wollen wir nicht mehr erleben. Also haben wir Mechanismen entwickelt. Und für diese Mechanismen ist das Ego zuständig. Wenn das Ego sich verselbstständigt, sind es einfach nur Reflexe. Und man sieht das auch bei Erwachsenen, dass sie dann auf einmal wieder werden wie Kinder. Der Tarot, die Kabbala lehrt einen, das innere Kind anzunehmen, aber aus dem zwanghaften kindlichen Verhalten rauszugehen. Das nächste aus dem zwanghaften pubertären Verhalten. Jemand, der sagt, ich zwinge dich dazu, ich habe jetzt die größere Faust oder ich hole mir eine Armee oder. Das geht natürlich die ganze Geschichte durch. Jemand, der dann gesagt hat, ich will. Aber im Grunde genommen ist er stehen geblieben. Ja? Stehen geblieben, weil das Mitgefühl, jetzt sind wir bei den Gefühlen wieder, Mitgefühl von denen, deren Land ich da eindringe oder so, wird meine Gedanken wärmer, fürsorglicher gestalten im Sinne des Ganzen. Nur so nehmen wir Verbindung mit was Höherem auf. Mich würde mal interessieren, wie du im Tarot als auch in der Kabbala das Böse und die Rolle des Bösen verortest. Was ist das Böse? Wo finden wir das Böse? Weil ich glaube, wenn wir über Bewusstseinsaufstieg und solche Dinge sprechen, kommen wir auch nicht über drum herum, mal über Gut und Böse zu sprechen. Und da fangen wir doch mit dem gewürzten Bösen an, bevor wir über das süße Gute sprechen. Ich hoffe auch, also mit dem, was du bisher gefragt hast, und das sind ja sehr tiefführende Fragen, auch, ich hoffe, dass es verständlich rüberkommt auch. Es ist ein bisschen schwierig, da aus dem Stegreif so drüber Ja, das zu ist ganz klar. sprechen. Es ist ein Interview, ein Gespräch, kein Verhör. Und es sind ganz, ganz essentielle Fragen,
die Ja. lassen sich auch, ich meine, nicht umsonst hast du ein Lehrbuch geschrieben. Das heißt, gewisse Dinge lassen sich jetzt auch nicht mal so hoppla hopp in so einem Gespräch hier auf Zoom erklären, ist schon klar. Und geistige Strukturen, wenn man da überhaupt von Strukturen sprechen kann, sind sehr abstrakt. Und wenn wir sie in Worte fassen wollen, tun wir ihnen eh Unrecht, weil wir sie runterbrechen auf menschliche Kommunikation. Das heißt, was wir hier machen, ist eh ein Umreißen. Ein Umreißen, ein irgendwie greifbar machen. Ich meine, das ganze Tarot ist vielleicht ja auch ein in Bildersprache gefasster Versuch des Umreißens. Und das nochmal so eingeschoben, um vielleicht den Druck rauszunehmen. Du sollst hier nicht die Welt erklären, sondern gewisse Sichtweisen, die subjektiv sind, hier für die Zuschauer kredenzen, sodass jeder vielleicht Inspiration oder rausziehen kann oder Interesse hat, irgendwo mal weiter zu forschen. Und dann haben wir auf dem Medium YouTube schon ganz viel geleistet, ja. Und für alle, und tiefergehend, da geht es dann um Selbsterfahrung oder intensivere Studien, ne? Absolut, ja. Also wenn das gelingt, ein Interesse zu wecken, dann ist eigentlich schon ganz viel erreicht. Es gibt für mich aus dem Fernen Osten ein Symbol, das das wunderbar ausdrückt, schon mal das Yin und Yang, das kennt so ziemlich jeder, das Tao, ein Kreis, in dem Schwarz und Weiß gleichmäßig verteilt sind, fließend, und in dem Schwarz ist was Helles drin und in dem Weißen ist ein dunkler Punkt drin. Also es bedingt einander, und wenn man mal von Gut und Böse weggeht. Im Tarot gibt es auch als Höhepunkt der Nachtmeerfahrt die Karte der Teufel und steht gegenüber in der Quersumme der Karte die Liebenden, also Herzenöffnung. Und dann kommt der Teufel, der uns gefangen hält in unserem Urteil. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tiefe Erklärung, Urteil. Wir fallen aus der Einheit. Das Höhere, von dem ich spreche, wird als Einheit wahrgenommen, fallen raus in zwei Teile, in Polarität. Und die brauchen wir. Wir brauchen Tag und Nacht, wir brauchen Mann und Frau. Und selbst wenn es einen Tod nicht gäbe, wüssten wir nicht, dass wir leben. Also wir brauchen immer diese beiden Pole. Und unser Urteil, wenn sich mit Wertung vermischt, dann ordnen wir zu auf Gut und Böse. Aber letzten Endes geht es doch darum, dass ich sage, was ich mag und was ich nicht mag. Also, ich habe für mich selber einen Mantra geprägt, das auch mit dem Tarot sehr übereinstimmt. Das Dunkle dient dem Licht. Und dafür gibt es eine Karte der Sterne oder die Erklärung, aber jetzt so einfach der Stern. Wenn wir jetzt hochschauen, sind die Sterne da, wir sehen sie nicht. Also, wir brauchen das Dunkle. Dadurch ist das Dunkle nicht automatisch böse, sondern wenn das Dunkle unbewusst agiert, kommt das Böse zu uns rüber. Dass ich natürlich sage, ich mag das nicht, dass mir jemand verprügelt oder Krieg führt. Aber letzten Endes, und der Zweite Weltkrieg zum Beispiel hat verhindert, dass, wenn später ein Krieg ausgebrochen wäre, wir einen echten Atomkrieg gehabt hätten. Weil sie dann die Atomenergie weiterentwickelt hat und jemand, der da aufs falsche Knöpfchen drückt, also da hätte es gescheppert. Wir hätten das als Menschheit schätzungsweise nicht überlebt. Also selbst so was furchtbar Grausames und Böses, ja, wie der Zweite Weltkrieg, hat auf seine Art verhindert, dass unsere Evolution hier auf dem Planeten bis auf Weiteres vorbei ist. Und wenn man da auch lernt, aus einer höheren Perspektive drauf zu schauen, wie beim Pendel, ja, der hin und her geht, um zu der Hand zu gehen, kriegt man zu Gut und Böse eine andere Einstellung, die für mich persönlich heißt, was ist der Sinn dahinter, was sagt mir das? Und da gibt es in unserer Religion natürlich einen ganz einfachen Begriff, Luzifer, der Lichtbringer. Also das Böse bringt das Licht, das Böse bringt das Gute. So ist meine Einstellung dazu, was aber nicht heißt, dass ich fatal mir alles gefallen lasse, sondern selbstverständlich habe ich eine Meinung dazu. Ich habe eine Meinung dazu, dass ich Krieg nicht für richtig finde. Oder wenn Männer Frauen traktieren, habe ich eine Meinung dazu, dass es nicht richtig ist, wenn der Stärker auf den Schwächeren losgeht. Aber ich bin mir bewusst, das ist meine Meinung. Ich sage nicht per se, dass es gut und böse ist, sondern es ist meine Meinung, wie ich es einschätze. Aus einer Ich höheren finde es Perspektive. mit dem Luzifer interessant und wichtig, dass du es hier einbringst. Mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, das Böse begegnet auch in der großen Arkana, in der Nachtmeerfahrt, dann beim Teufel. Vielleicht könntest du noch mal erklären, welche Karten gibt es noch in der großen Arkana, wo wir in irgendeiner Form das Böse finden? Das würde mich mal interessieren. Und in welchen Abstufungen?
Wenn man Tarot wirklich kennenlernen will und tiefer geht und auch seriös ausüben, man muss sich ja darüber bewusst sein, also das ist meine persönliche Erfahrung als Steinbock, habe ich natürlich schon eine gehörige Portion Verantwortungsbewusstsein mit in die Wiege gelegt, ja, und es wird teilweise sehr unverantwortlich mit sowas umgegangen. Man muss sich klar darüber sein, wenn man jemand die Karten legt, dass das selbsterfüllende Prophezeiungen sein können. Also da kommt jemand, der öffnet, der vertraut uns. Ich muss dieses Vertrauen auch wert sein. Und sehr früh, als ich da angefangen habe, als junger Mann mit den Karten und auf dem Tisch lagen und es kam ein Besuch, oh, ist ein großes Interesse da. Jeder Mensch will sich selbst über sich was hören. Also habe ich angefangen, Karten zu legen, wie die Jungfrau zum Kind ging das immer weiter und bin mir dann auch bewusst worden, dass ich da ganz, ganz hohe Verantwortung mit mir trage, wenn ich da in die Außenwelt gehe damit. Und da ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass es keine guten und schlechten Karten gibt, sondern dass dieses Hell und Dunkel, positiv und negativ in jeder Karte ist. Und das rauszufinden, macht Tarot interessant und damit geht der eigentliche Weg los. Also ich lege hauptsächlich mit Aleister Crowley Tarot und aus meiner Sicht ist ein Nachteil dieses Tarot, dass unten Bezeichnungen stehen, die, weiß gar nicht, ob die von Crowley selbst kommen, aber es sind auf alle Fälle irreführende Bezeichnungen. Da steht von mir das Niederlage. Jetzt, wenn eine Kundschaft kommt, der von mir das überlegt, ob er gekündigt wird und man geht ein bisschen tiefer, warum schafft er diese Situation? Könnte Kündigung vielleicht ein Vorteil für ihn sein, wie auch immer. Ja, also ich werde nicht sagen, ob er gekündigt wird, sondern ich werde ihm tiefer übersetzen können, warum er in der Situation gerade ist und was er mit der Situation anfangen kann. Aber wenn der die erste Karte umdreht, da steht drauf Untergang. So heißt eine Karte von Crowley, den fange ich gar nicht mehr auf. Also ist es ein Nachteil, diese Bezeichnungen zu verwenden und ich habe von Leuten gehört, die würde ich dann sagen, ihr Orakel ist, dass sie diese Bezeichnungen übersetzen. Das ist für mich, wenn ich werte, kontraproduktiv, sondern für sich das Gute und das Positive und das Negative in jeder Karte zu finden, da geht die Energie des Tarot los und damit sind wir direkt in der Kabbala wieder. Denn es gibt die Fünfe zum Beispiel, Gebura, ist eine Sphäre im kabbalistischen Lebensbaum. Da wird das Ego unter das Selbst gestellt. Das ist im Anschluss an das vorige Segment unseres Gesprächs, dass das Ego sich unter das Selbst stellt, als ein Diener wird. Jetzt musst du uns natürlich auch erklären, was dann das Selbst ist. Das Höhere in uns, das Unsterbliche in uns, sagen wir einfach mal Seele. Die Seele ist ja wieder mit etwas verbunden, sagen wir Geistführer. Da gibt es ja auch Lehren, die eben Engel und Erzengel und Seraphim und Cherubim, also da gibt es ja ganz viele Lehren, die übertragen immer höhere Intelligenzen, von denen wir ein Ausdruck sind in unserem Körper. Aber wir sind verbunden. Das ist nicht bewusst, aber wir sind verbunden damit. Und das Ego ist ja nur mit dem Materiellen, mit der Welt verbunden. Ja, Nahrungssuche, Fortpflanzung, Revierverteidigung. Dafür ist das Ego da. Und in einer bestimmten Sphäre im kabbalistischen Baum werden wir herausgefordert ist unser innerer Schritt, dass wir jetzt unser Ego unter unser Selbst stellen. Das ist aus der Perspektive, über die wir sprechen, ein Riesengeschenk. Ja, das ist ein ganz toller Schritt. Aber wenn man unbewusst ist, ja, dann sieht man ja nur, man kommt nicht weiter und man fährt sich laufend irgendwelche Widerstände her. Das ist ein Kind im Krabbelalter. Ja, das alles im Mund steckt und jetzt findet sie die Domestosflasche, ja, und spielt mit rum, da wird die Mutter kommen und die Domestosflasche wegnehmen. Das ist genau, wo sich etwas Höheres, die Mutter als selbst rettet dem Kind das Leben oder schützt vor einer Krankheit. Aber das Kind sagt nur, ich krieg das jetzt nicht, ich darf das nicht, ich bin doch in meiner Erforschungsenergie. Ja, da gibt es auch eine Sphäre. Ja. Also die Mutter repräsentiert sozusagen das Selbst. Und das Ego des Kindes, das jetzt Erfahrungen sammeln will und mit der Rohrfreiflasche zum Spielen anfängt, ist die Mutter ein Ausdruck des Selbst aus Sicht des Kindes und sagt, ich nehme es dir weg, du darfst es nicht. Und das wird lebenslang, wo wir unsere Wünsche nicht erfüllen und so weiter, landen wir immer wieder in dieser Sphäre. Und dann ist es eben gut zu hinterfragen, warum kriege ich das jetzt gerade nicht? Was ist der höhere Sinn? Und das ist dieser Perspektivwechsel, wo wir dann sagen, ja, und jetzt in der Platten-Esoterik sagt man, da gibt es was Besseres.
Deswegen haut es jetzt nicht hin. Deswegen kriegst du es nicht. Und wenn das nur dahin gesülzt wird, dann ist es platte Esoterik. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, dass es da etwas gibt, was dem Ganzen umfassender dient, weil es aus einer höheren Perspektive kommt, weil es dem Ganzen dient, weil es dem Selbst dient. Und deswegen kriegen wir gerade unseren Wunsch nicht erfüllt. Und das ist typische Tarotarbeit. Ich habe mein Bestes gegeben und trotzdem kommt Ablehnung. Was könnte da dahinter stecken? Und Tarot wird es nicht sagen, was genau dahinter steckt, aber es wird sagen, wo ein Schritt entsteht, den ich jetzt tun kann, um damit klarzukommen, also dass Gefühle wieder fließen und wohin ich mich jetzt ausrichte, in welche Richtung, in welche Orientierung der nächste Schritt geht. Und das findet man bei den Sephiroth wieder dann, ja. Ja, wie unterscheidest du denn eigentlich seriöse von unseriöser Esoterik? Weil gerade Tarot ist ja wirklich mittlerweile schon Teil der Popkultur. Jeder hat irgendwie ein Tarotdeck zu Hause, jeder zweite. YouTube ist voll mit irgendwelchen Kartenleger-Formaten. Also jede Esoterikmesse, die man besucht, hat irgendwas mit Tarot. Und was sind so für dich diese Seriositätsmerkmale? Ab wann darf man sich selbst seriösen Esoteriker schimpfen? Da wird es jetzt für mich natürlich ein bisschen subjektiv, ja, weil ich schon immer auch damit zu tun habe und Leute über Radiosender und Fernsehsender und ihre Prophezeiungen und so. Also das eine ist mal Verantwortungsbewusstsein, wenn ich mit anderen zu tun habe. Aber was für mich selber wirklich absolut zählt, ist die erlebte Erfahrung, das selbst erlebt zu haben. Und wenn man seine Praxis sammelt, ja, und diese Wege geht es, die das unser Ratio, unser Ego gar nicht versteht, macht aber trotzdem da Experiment, dann passieren im wahrsten Sinne des Wortes Wunder. Also überall, wo ich im Leben heute stehe, ist es so, dass ich mir das selbst niemals ausdenken hätte können. Ich hatte ein völlig anderes Lebenskonzept, Plan in dem Sinne habe ich nicht gehabt, aber ich habe irgendwann mal angefangen, mich nach dem zu richten, bin in einem völlig anderen Feld, als ich mir das jemals hätte ausdenken können. Es hat auch mit meiner Erziehung nichts zu tun, sondern es ist einfach was grundlegend anderes. Unseriöse Esoterik übernimmt die Verantwortung nicht und wiederholt irgendetwas, was irgendwann mal jemand gesagt hat oder geschrieben hat und gibt es jetzt einfach so weiter, ohne es selbst gefühlt und erlebt zu haben. Das ist auch das Gleiche, wo ich unterscheide zwischen was ist ein Orden jetzt zum Beispiel, wie Freimaurer, weil du da Erfahrung hast, oder eine Sekte. Eine Sekte sagt: Ich stelle für dich den Kontakt zum Höheren her. Komm zu mir, zahl einen Ablass, ich stelle den Kontakt her. Seriöse Esoterik sagt, ich zeige dir, wie du die Anbindung selbst herstellen kannst. Und da stößt du auf Gut und Böse. Da stößt du auf Plus und Minus. Da stößt du auf Polarität. Da wirst du alten Schmerzen wieder begegnen. Da wirst du immer den anderen Pol kennenlernen. Deswegen ist da Coaching, Beratung gut, also sprich Tarotkarten, wenn man kennt. Wie gesagt, um was geht's denn eigentlich genau? Ja, aber dann machst du die Erfahrung selbst. Und unseriöse Esoterik nimmt dir die Erfahrung ab. Da kannst du schon nach dem Man richtigen. weiß, man hat ja fast das Gefühl, du sprichst gerade von der katholischen Kirche, aber. Ich wollte das so nicht äußern, ja, aber es ist auch im Verkauf so, dass du Leute schon Chaka-Chaka-mäßig richtig aufputschen kannst. Das geht alles. Nur es ist nicht von Dauer und die Seele ist nicht dabei. Da lernst du halt, wie du jemand richtig viel verkaufst, weil du voller Energie bist, aber die kommt irgendwo her, das fällt in sich zusammen, früher oder später. Ich finde auch, dass ich komme ja auch aus der psychotherapeutischen Ecke. Und ich denke, dass jede ernst gemeinte Spiritualität, Esoterik, wenn man sie als Weg beschreitet, immer ja auch dann eine heilsame Komponente für die Seele hat. Das heißt, es ist auch ein therapeutisches Tool, ein therapeutischer Weg. Und jede echte Therapie hat ab einem gewissen Punkt eben dieses Spirituelle, wenn sie konsequent zu Ende geführt wird. Das heißt, Heilung und geistige Entwicklung gehen Hand in Hand. Und da ist man dann immer bei diesem Punkt, damit das möglich wird, der Selbsterfahrung. Also in der Hypnosetherapie oder auch in den Seminaren, die ich mache, wo es um Aufstellung oder Atemarbeit geht, stelle ich immer die Selbsterfahrung ins Zentrum und ich lasse da keinen Teilnehmer gehen, der nicht eine transformierende oder tiefgreifende Selbsterfahrung gemacht hat. Und so ähnlich ist es dann ja auch bei spiritueller Arbeit.
sei die jetzt magisch oder mystisch oder wie auch immer, wenn diese Selbsterfahrungskomponente fehlt, Ja, hat es keinen Wert. Und niemand, ganz genau. der keine, und jemand, oder beziehungsweise jemand, der selbst keine oder nur mangelnde Selbsterfahrung hat, kann dort unterrichten oder anleiten. Kann man sich auch wie beim Sport vorstellen, wäre ja komisch, wenn einer Fußballtrainer der Nationalmannschaft ist und hat nie Fußball gespielt. Oder nur auf dem Anfängerlevel. Das heißt, da sind wir auch bei der Frage, wer ist Lehrer, wer ist Schüler? Jeder Schüler ist auch ein Lehrer des Lehrenden. Das ist immer eine Wechselwirkung. Es begegnen sich Menschen immer, die eine Bedeutung füreinander haben. Absolut. Wo wir dann auch wieder diese Ego-Frage ankratzen, weil als Ego identifiziere ich mich mit einer der Rollen, bin jetzt Schüler, bin jetzt Lehrer, aber in Wahrheit sind wir ja in einem Feld. Genauso ist es der Leidende oder der Therapeut, die aufeinandertreffen. Die Liebenden sind eigentlich auch so etwas, wenn wir als Polarität uns begegnen, durchdringen wir einander wie dieses Yin und Yang-Zeichen und sind sowohl als auch. Das ist für mich immer eine interessante und auch schöne Erkenntnis eigentlich, weil wir ja auch als Menschen, als soziale Wesen unser geistiges Wachstum immer im Vollzug mit anderen erleben. Es sei denn, wir sind vielleicht ein Eremit, der sich völlig zurückzieht, aber letzten Endes ist auch der mit den anderen im Kontakt, aber dann eben durch das Ausblenden der anderen oder auf geistiger Ebene. Wir sind nur scheinbar Individuen. Das muss man vielleicht auch verstehen. Ja. Und Teile größerer Systeme, Netze geistiger Felder, Intelligenzen, an die wir angebunden sind und Empfänger für Geistiges in Wechselwirkung mit anderen. Man könnte auch sagen, wir sind ein alchemistischer Prozess. Ah, absolut, Und absolut. auch unser Gespräch, ja, wir beide sind jetzt eine Polarität, die miteinander interagiert und dann ist noch das dritte Element, unsere Zuschauer da und das erzeugt wiederum etwas, was wir jetzt so noch gar nicht bewusst kreieren können, ne? Das passiert einfach. Weil du den therapeutischen Ansatz gerade bringst, wo ich dir zu 100% zustimme, aber ich würde das gerne noch mal ein Stück weiterführen, nämlich unsere moderne Medizin. Also es ist ja gut, wenn wir da so moderne Diagnosemethoden haben. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber es darf nicht seelenlos werden, sondern was absolut fehlt, ist, dass man die Krankheit als Ausdruck, als Sprache der Seele wahrnimmt. Und momentan sind es Riesenpolaritäten, wo manche wirklich feinstofflich zu spinnen anfangen, aber genauso Mediziner sagen, nur das, ich suche das nur im Gehirn und dann wird das rausgeschnitten, dann ist gut, ich gehe noch ein Symptom. Man müsste da aus sich hin entwickeln, miteinander sprechen. Zum einen die moderne Medizin, die durchaus ihre Berechtigung hat, halt vom Geld unterwandert ist, aber das ist ein ganz anderes Kapitel. So ist ja auch die Esoterik vom Ego oder das Seelenkunde vom Ego unterwandert, wo teilweise wirklich fast verbrecherisch mit Kranken umgegangen wird. Aber ganz prinzipiell, die Seele drückt sich über den Körper aus und wenn wir nicht hören, dann kriegen wir da Krankheit. Ganz einfach. Ja, also wenn man sagt, was ist der seelische Hintergrund, was ist die Ursache deiner Krankheit, dann kann die moderne Medizin und die seriöse Esoterik miteinander wirken, sodass der Patient seine Selbstheilungskräfte entwickelt. Also sagt, ich habe ein Thema irgendwo, ja, und das ist wiederum, wo ich sage, mit Tarot, ich würde niemals eine Diagnose stellen. Aber wo in der Seele ist ein Ungleichgewicht, das lässt sich mit gezogenen Karten eben sehr genau herausarbeiten, sodass man dann eine neue Einstellung kriegt. Das ist so, weil du gesagt hast, gut und böse. Wer ist schon gerne krank? Ja? Aber per se ist die Krankheit nicht böse. Ich habe auch bei vielen Bekannten den Tod als Erlöser erlebt, weil sie einfach so in einer schlechten Stimmung waren und eine fürchterliche Ausgangssituation mit Entwürdigung, dass der Tod gesagt hat, ich nehme dich weg. Ist es jetzt böse? Ja. Aus welcher Perspektive schaut man sich das an? Und das ist ein Teil unserer Evolution, dass wir mit Krankheiten, mit Unwohlsein grundlegend anders umgehen. Ja. Und das steht jetzt mit dem Therapeutischen los und es geht mit eben, wie gesagt, mit Medizin weiter. Was ist Gesundheit? Ja. Was ist Heil? Was ist Heilsein? Ganzheitliches Heilsein. Und so, die Sprache hat es ja. Armin, was würdest du einem Menschen raten, der zu dir kommt oder der ist ein fiktiver Zuschauer unserer Sendung, der noch ganz am Anfang steht von einem geistigen Weg, der jetzt für sich erst entdeckt hat, oh, so etwas gibt es, wow, wie toll, Tarot, Astrologie oder all diese Dinge. Ich möchte mich da weiterentwickeln.
Wie fängt der an? Was wäre so aus deiner reichhaltigen Lebenserfahrung, was würdest du jemandem raten? Wie macht man sich auf den Weg? Für mich selbst sind es drei Worte. Wer bin ich? Und sie eine bestimmte Zeit am Tag nehmen, 5 Minuten, in der Früh, 1 Minute, egal. Und sich einfach mal zu fragen, wer bin ich? Und dann wird man sehen, das geht mehr über das, ich jetzt, wie ich heiße und männliches Geschlecht habe, wie alt ich bin, welchen Beruf, geht es irgendwann mal drüber hinaus und daraus wird etwas entstehen, was bin ich? Und dann ist man in dem Feld drin und das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, aber ich meine es nicht fantastisch. In dem Moment, wo man von dem, wo man eben nur mit dem Radio aufwacht und den ganzen Tag schon im Außen ist oder so, dass man sich die Frage einfach, sagen wir mal, 5 Minuten am Tag stellt. Und vielleicht während dem Tag noch ein paar Mal, ja. Das kann ja sich ausbreiten, ja. Dass man dann, das Universum reagiert darauf. Das, was ich sagte, die höhere Intelligenz, die reagiert darauf, sodass da ein Weg losgeht, der Schrittchen für Schrittchen über das bisher Gewohnte hinausführt. Und da einfach nur offen zu sein dafür, sich permanent weiter zu öffnen, ja. Und da gehört auch dazu, dass man dann auch wieder sich schützt und schließt, wie es eine Auster macht. Oder wie es, was weiß ich sage auch gern, wenn die Gazelle spielen will, ja, dann geht sie nicht zum Löwenrudel. Ja, weil Löwen fressen Gazellen, sondern sie weiß auch, da gehe ich auf Distanz. Und in dieser Distanz immer wieder, wer bin ich? Und so kann man dann von mir aus neue Ebenen erkunden. Und dann kommt das Universum, unser höheres Selbst ins Spiel, unsere seelische Komponente, die einen dann immer mehr zu führen beginnt. Der Rest passiert. Der Rest passiert. Das ist meine Erfahrung, aber bei Menschen, die wirklich den Weg auch so gehen, habe ich gesehen, das ist permanent so. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, von da weg flutscht, das ist eine falsche Erwartung. Also wir werden mit dem, was wir nicht wollen, mit dem dunklen Aspekt, genauso konfrontiert. Ja, wenn man ein bisschen intensiver auch zu spüren beginnt, spürt man auch viel. Aktuell zum Beispiel, man spürt einfach viel Angst. Da muss man, glaube ich, 20 halbe Bier am Tag saufen, dass man die Angst nicht spürt. Und sehr gerne kommt es halt, wenn man sich für sowas öffnen soll, über Druck. Also es ist böse. Nö, das Leben übt Druck aus und sagt, hey, ich will ein bisschen mehr, als dass du nur schaust, wie zahle ich mein Haus ab. Das ist alles gut, für Kinder zu sorgen, Haus abzuzahlen. Super, deswegen sage ich, das Ego ist nicht böse, darf nicht weg. Aber das alleine reicht nicht. Und das genau ist der Aufstieg. Sich zu öffnen, dass das alleine nicht reicht. Und da kommen unsere Gedanken ins Spiel. Also so, wie wir unser Gespräch begonnen haben. Was sind für dich, wenn wir mal so über geistige Strukturen sprechen, Dinge wie zum Beispiel Süchte, negative Verhaltensmuster mit zwanghaftem Charakter? Da gibt es ja einige Sachen, wo, weißt du, wo man so sagt, was einem von einem geistigen guten Weg abhält. Und mir fallen jetzt spontan gerade Süchte ein. Ganz viele Menschen sind in verschiedenster Form davon betroffen, von Alkoholabhängigkeit, Zigaretten, Sex, YouTube-Konsum, keine Ahnung, aber was ist das aus deiner Sicht? Wie ordnest du das ein, dass Menschen von irgendetwas süchtig sind und wie kann man sich mit Hilfe des Tarot davon befreien? Im Tarot gibt es da aber Arcanum dafür, Arcanum 18, da ist ein Eremit gebracht worden, der ist 9 und die Karte 18 ist der Mond. Die Quersumme vom Mond ist Eremit. Das hat also mit dem zu tun, wie man eben aus dem Eremit raus Kontakt aufnimmt. Und der Mond steht für Neugeburt, beziehungsweise für das, wo man diese Geburt nicht vollziehen will. Wir alle sind im Geburtskanal, ja. Und eine Sucht heißt für mich Sucht und Suche. Die Suche nach der Neugeburt, das Höhere zeigt einem schon, es ist Zeit, jetzt aus dem Alten rauszugehen. Und dagegen wehren wir uns. Also wenn wir das Alte immer mehr intensivieren, und das kann eben sein, Sucht nach Zuneigung, Workaholic, wir verstärken das, was wir bereits kennen. Wir haben vielleicht irgendwann mal gesehen, was weiß ich, wenn ich nach dem Billard spielen einen Whisky trinke, dann merke ich auch, das schmeckt gut, das ist toll. Und manchmal hätte ich auch einen zweiten wollen, aber ich trinke nicht. Weil ich weiß, Alkohol ist eine Geschichte, wo man halt ein bisschen aufpassen muss. Ja, und so. Und so, wo ich herkomme, ist eben mehr getrunken worden. Da habe ich gesehen, nö, das ist nicht der Weg. Und so ist es bei allem. Man greift auf das zurück. Und eine Sucht, eine Abhängigkeit, die zur Sucht übergeht, man braucht immer mehr. Und dann beherrscht einen die Sucht irgendwann mal. Ja,
Aber letzten Endes nur, um nicht in das Neue hinein, ich sage jetzt sehr weitragend, geboren zu werden. Sich für das Neue zu öffnen, das Neue in die Neue zu gehen, das eben Klarheit bringt und nicht vernebelt. Man lenkt von etwas ab. Für mich die Wurzel ist Sucht und Suche. Ja. Und suche, ja. Ja, ist ja auch zum Beispiel in Bezug auf Alkohol interessant. Wir nennen härteren Schnaps ja Spiritus, Geist. Ja, Ja, ja. auch der Begriff Feuerwasser, das sind eigentlich die Mischung der beiden Elemente. Also, ich meine, Alkohol wurde ja auch, ja, die Alkoholherstellung ist im gewissen Sinne ein alchemistischer Prozess. Es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, der Alkoholiker ist eigentlich auf der Suche nach Geist, also streng genommen nach Absolut. Religion. Cool, ja. Habe ich so noch nie gehört, stimme ich zu 100% zu. Ganz spannendes Feld. Welche Rolle spielt, jetzt haben wir schon über das Böse gesprochen, über Süchte, welche Rolle spielt bei diesem Ge beim geistigen Aufstieg oder der Bewusstseins, bei den Bewusstseinsprozessen, welche Rolle spielt Liebe? Was ist Liebe und ist es so, wie man sich das vielleicht vorstellt, grenzenlose Liebe ist immer was Gutes oder ist das auch etwas ähnlich wie das Ego, was in Kontext gesetzt werden muss? Wie bewertest du das? Also für mich in der Liebe, es gab einen großen Lehrer vor 2000 Jahren, ja, wo für mich das ganze Christentum, egal was damit gemacht wurde, also davon rede ich jetzt nicht, sondern wo da Kanäle sich geöffnet haben, ist die Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Liebe wird zur Abhängigkeit, wenn wir mit uns selbst uns drüber definieren. Ja, wenn mich viele wollen, dann schaue ich nicht mehr auf mich selber. Also dieses wie dich selbst. Da ist für mich der ganz entscheidende Punkt drin. Und das ist etwas, was ich im Laufe, also da musste ich schon reifer werden, dass ich bei allem sage, es darf da sein. Es darf da sein. Wie das Bild da sein einfach. Es darf da sein. Wenn ich mit etwas kämpfe, werde ich es nicht verändern, ja. Sondern es muss da sein. Und dann sehe ich auch, dass da auf eine gewisse Art das Dunkel dient dem Licht, das mit mir zu tun hat und wie weit bin ich mit mir überhaupt einverstanden. Das war am Anfang für mich. Ich konnte das, ich liebe mich, konnte nicht ausdrücken, tut mir jetzt nur schwer. Aber letzten Endes sich selbst wirklich anzunehmen und das nach außen zu strahlen und sich zu verbinden, wo eben das Ego, in dem was ist gefühlsmäßig, Bestätigung oder nur Interessengemeinschaft und so, sondern wo etwas magnetisch zueinander zieht, ohne Kontrolle auszuüben. Und damit haben wir die Liebenden und den Teufel. Die Liebenden ist die Öffnung des Herzens, ich richte mich danach, Magnetismus, ja. Und wo das Ganze in der Abhängigkeit geht, ich mache mich abhängig, dass du mich immer noch lieb hast, weil ich es selber nicht kann. Ja? Das ist gerade der Teufel wieder. Also es hat immer mit der Selbstannahme, das wird mir leichter, das so auszusprechen, ja? Mit der Selbstannahme etwas zu tun, mit der entsprechenden Resonanz. Ich denke, aber das ist jetzt schon, wo ich nicht weiß, inwieweit es dann komisch, weil ich denke, Liebe ist die tragende Kraft des Universums. Aber das ist meine Brille jetzt. Also, das kann ich nicht irgendwie wirklich argumentieren. Ja, Armin, ich danke Ja. dir ganz herzlich in Stunde Liebe schon rum, ja. für deine Ausführung, dafür, dass du uns mal ein bisschen mitgenommen hast zu so einem Rundumschlag durch dein Denken, durch deinen Erfahrungsschatz. Es sei hier zum Ende der Sendung wirklich nochmal auch in Liebe zum Wissen und zur Weitergabe von Wissen an Armins Buch erinnert. Der Tarot-Lehrgang, wenn der Tarot ins Leben springt. Es ist wirklich ein schönes Buch. Und ich denke, das war hier nicht unser letztes Gespräch. Wir werden uns sicher noch entweder in dieser Zweierkonstellation oder vielleicht ja sogar mal zu dritt oder zu viert, da habe ich schon ein paar Ideen, Ah. hier auf YouTube zusammenfinden. Und in dem Sinne, Armin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Darf ich noch ganz kleines bisschen Werbung machen? Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Also wenn man mir eingeht, kann man mich suchen. Ich bin immer froh um Abonnenten. Werden wir alles einblenden. Auch das, liebe Leute, bitte abonnieren. Und in dem Sinne, voller Esoterik und Werbung, verabschieden wir uns jetzt. Und ciao und bis bald. Ciao, tschüss.